Richtig. Wisst ihr, wo der Elvis ist? Ja, also ich schon, oder? Wenn du nicht mit so einem Ding filmst, will ich, dass das Sky draufsteht, das ist klar. Sky Sports. Sky? Ja. Warum Sky? Ja, warum? Weil das halt Pay-TV ist. Ja? Ach so. Also. Aber da musst du noch ein bisschen mehr leisten, um da reinzukommen. Okay. Ich suche mal einen Elvis. Was ist das? Ich bin noch in der Mittagspause. Oh. Ja. Das da drüben wird aber auch ein bisschen mehr so eine Reality-Show, oder? Hinter die Kulissen von so einem Drehfilm. Oh, nee, hier fehlt wieder alles. Das kann so nicht sein. Ihr seht ihn dann nächstes Mal schon hoffentlich mit einer neuen Farbe. Wir wollen ihn lackieren und das machen wir einfach so. Oh fuck, das mit dem Lackieren hat aber irgendwie nicht so gut geklappt. Ah, aber egal. Mir ist nämlich beim Abschleifen der alten Farbe aufgefallen, dass die da drunter einfach rosa war. Und es könnte sein, dass es eine relativ besondere Farbe, nämlich rosa Shocking mal war. Ich bin mir da aber noch nicht ganz sicher. Genau, deswegen steht sie jetzt halt so da. Und heute wollen wir jetzt halt mal versuchen, den Motor einzubauen und dann möglichst alles so fertig zu bekommen, dass sie dann am Rennen läuft. Als erstes wollte ich jetzt eigentlich die Reifen ändern, da habe ich nämlich was richtig Geiles bestellt, ist aber leider noch nicht angekommen. Auf jeden Fall habe ich die Gabel jetzt halt schon eingebaut, dann packe ich es jetzt erstmal rüber. Oh. So, jetzt halt seht ihr mich nicht mehr, möglichst versteckt, sehr schön. Warum machst du den weg? Damit man mich ein bisschen mehr sieht. Also man sieht dich super, das macht keinen Unterschied, die ganze da drauf stecken. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an damit, den Motor einzubauen. So, jetzt hängt der Motor mal drinnen. Ich platziere den mal so ein bisschen mittig. Und ich muss sagen, ich habe auch diesmal wieder überhaupt... Sag mal, hat er es not, dass das Moped so laut ist? Die Grattler. Warte, wir gehen mal raus. Du Nico! Sag mal, tut das not, dass das Moped so laut ist? Muss das sein? Wir wollen da drin auch arbeiten. Boah, ist das der Bauchi, der sich darauf bewegt. Boah, die geht untenrum ja ziemlich gut. So wie meine wahrscheinlich. Ab wieder rein. Müssen auch auf die Strecke kommen. Das ist die Konkurrenz. Das ist die Konkurrenz. So, jetzt wird spannend, wie es weitergeht. Müssen wir uns, glaube ich, mal ein bisschen der Zündung widmen. Vergaser muss noch drauf, Kupplung muss dann noch drauf, alles Mögliche. Also was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, dass der Ruben, der ja heute leider nicht da ist, allerdings für mich morgen, für euch einfach irgendwann in den nächsten Szenen dann auf dem kleinen Test-Event ist, das wir machen, um die ganzen Karren zu testen für das große Rennen. Und da ist er wieder am Start. Und ihr habt ihn bestimmt schon sehr vermisst, glaube ich. Oh Mann, das ist eine Friemelarbeit. Ich sag's euch, das Einzige, was man wirklich zum Mofa-Schrauben braucht, sind kleine Finger und maximal viel Geduld. Und ich habe Gott sei Dank beides enorm. Bauchi! Du bist doch gerade da. Kannst du mir mal kurz unter die Arme greifen ein bisschen? Da haben wir nämlich den besten Witzereißer bei uns in der Firma und auch den allerechten Mofa-Spezialisten. Boah, die sind richtig stabil. Ja, die sind richtig stabil. Bauchi, kannst du mir vielleicht irgendwie ein bisschen den Arsch retten? Was muss ich beachten beim Zusammenbau? Was ist die beste Reihenfolge? Ja. Finde ich sehr cool, dass du mir hilfst, Bauchi. Finde ich echt. Könnte aber auch der Ruben sein, weil er ist einfach mal 10 Jahre älter geworden. Stimmt, ach Ruben, bist du wieder zurück vom Studieren. Das ist auch cool, weil dann ist es gar kein Stress, das zu entfernen. Da muss man immer nur Motorbolzen ziehen. Wenn mal was ist. Aber was soll schon sein? Ach, das kann gar nichts sein. Du hast echt so gute Ideen wie der alte Ruben eigentlich. Das hier muss noch bestimmt irgendwo durch, schätze ich mal, oder? Ah, du hast auch den roten Aufsatz noch gar nicht runter.
Der musste runter, bevor der überhaupt steckt, der Stecker. Oh, fuck. Ich glaube, wenn man ihn drinnen hat, dann kann man die rausziehen. Weisheit des Tages. Sag mal, schaffst du das eigentlich bis zu diesem Event? Was soll das jetzt? Ich bin mir da zu 100% sicher, aber vor allem die Zuschauer wissen ja gar nicht, wann das Event ist. Das Event ist doch erst im August 2023. Genau, und morgen ist kein Probe-Event, wo der Kahn eigentlich auch schon laufen sollte. Nö. Wir sind hier ganz... Darf ich es jetzt wieder einstecken? Ich würde sagen, jetzt darfst du es wieder einstecken. So. Jetzt haben wir viele Kabel, die angeschlossen sind, paar, die noch nicht angeschlossen sind, aber die ignorieren wir einfach. Das ist hier schon. Oh, geil. Sitzt der auch. Wir upgraden jetzt erstmal die Kupplung mit heftigen Tuning-Federn, dass sie ein bisschen später auskuppelt und wir bei höheren Drehzahlen los scheppern können. Und dann bauen wir die Kupplung drauf. Scheiße. Scheiß Dreck, Kack. Zu fix, das geht nicht. Jetzt so. Geht doch. Okay, Mann. Das Problem ist, man muss es nicht nur hier haben, sondern auch hier. Und vielleicht auch hier. Nee. Da braucht man es gar nicht so beim Schrauben. Ja? Das hat mein Vater bestimmt auch schon mal gelehrt in irgendeinem so Video, oder? So, über den Verschleiß von dem oberen Kolben, von dem unteren Kolbenbolzen, von dem Hubzapfen, von dem Lager auf dem Hubzapfen von der Kurbelwelle, also das untere Pleuellager. Hast du jetzt schon ermittelt, welchen Keilriemen du brauchst? Nö. Ja, okay. Stimmt, der muss ja zuerst drauf, oder? Ich würde sagen, der ist zu locker. Keilriemenlänge 950, 960 steht da. Bei der kleinen Kupplung noch? Ja, auf dieser Internetseite. Auf dieser Internetseite? Oh, wie heißt denn die Internetseite? Die kenne ich gar nicht. Was ist dieses Internet? Was? Das wird sich eh nicht durchsetzen. Soll ich den Keilriemen holen? Oder was? Das wäre richtig geil, ja. Gut, weg ist er. Dann kümmern wir uns mal um Vergaser. Also, habe ich gecheckt. Das scheint ganz okay zu sein, was der Ruben da gemacht hat. Dann ist eigentlich fast alles dran, außer der Auspuff noch. Und dann könnte das Ding mal laufen. Jetzt schaue ich mal in mein schönes Seilzug-Kit hier, ob da ein Gaszug dabei ist für die gute Challenge. Es wird immer weniger Schrott, weil der ganze Schrott wieder ans Moped kommt. Hast du eigentlich alles gehört, was wir geredet haben? Nee, nur jetzt gerade. Ah, schade. Echt, bricht dann die Verbindung ab? Das war super lustig. Naja. Boah, der ist aber kurz. Oh! Ja! Oh! Geil! Wo ist die Mutter? Boah, der sitzt aber schon streng ein bisschen, oder? Das ist okay. Da. Kann die Kupplung auch schon werden? Die kann rein jetzt, glaube ich, oder? Ah, nee, ich wollte die noch abschleifen. So, echt. Auf der letzten Rille. Also, das muss jetzt aber auch machen. Alter, stimmt, scheiße, die brauche ich eigentlich gar nicht mehr einzubauen. Ja, doch, geht schon noch. Ja, ja. Einmal geht sie noch. Die geht locker noch. Also, spätestens wenn deine Fußhalterungen abfallen, dann fällt die Kupplung auch auseinander. Die Kupplung ist direkt als nächstes drin. Sind die nicht so stabil wie die Kniefelder? Boah, da musst du dich mal draufstellen, ne? Stehst direkt wieder auf dem Boden. Ich will jetzt auch gar nicht so hart kriegscheißen, aber ich hätte einfach hier so eine Stange durchgemacht. Ja, aber du musst halt erstmal eine Stange finden, die auf der einen Seite irgendwie 17 Durchmesser hat und auf der anderen 22. Kannst du auf die Buchse rausmachen können. Ah. Sorry. Jetzt bauen wir sie rein, die Kupplung. Aber. Hast du diese riesen Scheibe, die da drauf gehört? Die habe ich. Die habe ich und ich habe sogar die Mutter, die da drauf gehört. Echt? Ja. Kann man so ein Moped eigentlich mit dem Akkuschrauber anschmeißen? Ja, oder? Das dreht ja so rum, der Motor. Bestimmt. Hast du schon mal gemacht? Nee. Ich habe keinen Akkuschrauber. Schade, aber wir haben hier zufällig einen. Wir haben sogar einen Schlagschrauber. Nee. Doch. Nein, ich habe mir meinen kleinen Finger zwischen Kamera und dieser Fußlaste eingeklemmt. Oh oh! Hallo Bernd! Was geht?
Jetzt geht's, glaube ich. Du bist so ein Scheiß-Typ. Das höre ich irgendwie ständig. Warum drehe ich mit euch? Tja, keine Ahnung. Frag dich mal lieber, warum kein anderer mit uns dreht. Ja, der Bauch hier ist auch einfach ein Mann der Tat. Ja, so ein und der Macher. Ist ein richtiger Macher. Mayo, was ist denn das eigentlich? Ich würde das quasi auf Vollgas stellen. Vollgas stellen, weil der dann am weitesten rauskommt und dann. Boah, Alter, bist du ein Genie. Sicher, dass die nicht nach vorne gezogen wird? Nein. Ja, den könnte man ja theoretisch hier mit einem Kabelbinder festmachen. So. Weil dann schaut es auch richtig motorsportlich aus. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Fuck. Oh leck. Jetzt bist du richtig im Arsch. Ey. Scheiße, Alter. Das muss unter die Unterlegscheibe gehen. Das ist ja übel der Kack, Mann. Ja, normal ist nicht ganz so kacke, weil man besser hin. Weil man vielleicht nicht so eine Schrottgabel da hat. Fuck. Nein. Das gibt's doch nicht, Mann. Kriegst du den da wieder rein? Also ja. Wenn also ja. Also ich hab's gemerkt, also. Da war keine Lösung dafür. Ja. Scheiße. Boah, ich hasse diese Bremse. Aber das macht's wirklich besonders beschissen mit der Gabel. Egal, lass das. Mach ich daheim oder mach was nächstes Mal noch. Könntest du einmal sagen, boah, geil, jetzt passt's und dann. Ah, geil, endlich passt. Ja, geil. Boah, sauber Bauch. Zieh mal die Bremse. Ist es jetzt fest, oder? Total. Geil. Probier mal. Boah. Heftig ist es die hydraulische, oder? So, Vorderbremse funktioniert. Dann haben wir es ja jetzt eigentlich. Ja, geil. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Auspuff tatsächlich. Und der Benzinhahn. Was machst du eigentlich jetzt da? Ich hab mir Schlauchschellen geholt. Und weißt du, warum die Seilzüge alle zu lang sind? Weil die für universale Modelle sind? Oder? Nee, weil das ja einen viel höheren Lenker hat. Nämlich. Ah, stimmt. Geil. Ich brauch diesen Anschlag. Ja. Sonst geht's nicht weiter. Scheiße, sollen wir den aus dem Lager holen? Ja. Dann kannst du mich schon mal filmen beim Spritmischen, glaube ich. Dafür brauche ich so Öl. Jesko, ist hier Zweitaktöl drin? Bitte? Ist hier noch Zweitaktöl drin? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Boah, der schaut nach einem guten Zip Performance Zweitaktöl drauf. So, jetzt haben wir hier ein Behältnis mit genau einem Liter. Das füllen wir jetzt exakt auf die Hälfte auf. Von dem guten Sprit, den ich überhaupt nicht gerade meinem Vater klaue. Nee, zum Glück ist Sprit hier nicht so teuer. Richtig. Und dann kann das schon rein in den Tank. Kippen wir mal den Sprit rein. Uah. Genau so muss das. Oh shit. Es läuft schon raus. Aber wo läuft es denn raus? Boah, ist der Tank undicht oder was? Alles voller Sprit. Ah ja, es kommt einfach. Boah, scheiße. Das hat ein fettes Loch. Ja, gut. Genauso muss der Tank ausschauen. Ja, dann jagen wir da einfach mal fix eine Spax rein, hätte ich gesagt. Alter, scheiße. Es geht schon wieder alles drunter und drüber. Ey, Bauchi, wir haben was richtig Geiles gefunden. Warum liegt nicht überall Benzin? Weil wenn man da Sprit reinfüllt, dann läuft es darüber ab. Das ist voll doof. Ich weiß es nicht, wie kommt denn da ein Loch rein? Das hat der absichtlich rein. Das hat jemand, der das Fahrzeug verkauft hat, alles gemacht. Ja. Ja. Boah, jetzt riecht es hier so schön nach Sprit. Nee. Was ist falsch? Nee, das passt. Ja gut, dann kommt der hier jetzt noch dran. Ja, klar. Alter, diese Bremse fickt mich in mein Leben. Ich raste aus, ich geh jetzt. Okay. Willst du noch sehen, wie der Auspuff drauf kommt, Bauchi? Nee. Oh. Mann, nichts funktioniert. Ah, ich weiß, woran es liegt, aber. Jetzt, Adle. Das Beste kommt zum Schluss, sagt man doch immer, oder? Ja, klar. Danke fürs Helfen, Bauchi. Danke, Bauchi. Du hast es selber aufgehalten.
Niemand hat dich gezwungen, hier zu bleiben. Nachdem der Bauchi uns ja schon professionell beide Bremsen eingehängt hat. Ja. Beide professionell gut funktionieren. Also ich sag's dir, wie es ist, wenn das Ding eine Runde hält, dann bin ich echt impressed. Dann schaust du aber, gell? Ja, das glaube ich dir. Dann nehmen wir uns wieder unsere gute Spritmixtur und würde ich sagen, auf ein zweites, den ganzen Tisch voll. Vielleicht sollte ich ihn diesmal abräumen, aber egal. Ich bin mir sicher, dass es hält. Sieht nicht aus. Wow! Amazing! Geil! Dann können wir da ja fast ein bisschen mehr reinlassen. Da muss jetzt nur noch der Auspuff fest dran eigentlich. Schraube ich den kurz fest. Jetzt hält auch der Auspuff halbwegs. Habe ich eigentlich die Geschichte zu dem Auspuff schon erzählt? Nö. Jetzt haben wir eigentlich alles so weit, dass wir es mal wagen können, damit auf die Straße zu gehen und schauen, ob das Ding läuft. Also runter damit vom Tisch. Oh, ist das ein Biest geworden. Vielleicht gehen wir einfach erstmal hier hin. Ups, das war nicht ich. So, und jetzt machen wir mal was, was richtig geil ist. Oder was auch eventuell die Karre zerstören könnte. Jetzt ist es an der Zeit, mal zu probieren, ob das Ding geht. Und da habe ich mir überlegt, dass man doch, weil das ein rechtsdrehender Motor ist, den einfach mit einem Schlagschrauber anwerfen könnte, weil mit Pedalen sieht es ja jetzt auch schlecht aus, also ankicken ist nicht. Jawohl, der dreht sich. Alles gut. Boah, das geht überhaupt nicht. Da kommt kein Funke. Ja gut, dann können wir es nur mit Schieben probieren. Das kann auch nicht funktionieren eigentlich. Probieren wir es mal. Nee, das kann nicht funktionieren. Ich glaube, du musst einfach nur schneller rennen, dann geht's. Ich glaube auch, ich kann einfach nebenher rennen auf der Strecke, während ihr fahrt. Da geht gar nichts. Ich kann es vergessen. Das packt die Kupplung nie. Scheiße. Ja gut, dann nochmal Schlagschrauber und sonst war's das. Ja, super. Der hat zu viel Kompression. Okay. Das heißt, Problem. Das heißt, der packt die Umdrehung gar nicht, der Schlagschrauber. Schafft keine ganze Motorumdrehung. Was? Ja. Gut, jetzt ist das Projekt dann auch vorbei. Eine Kurbel schon dabei. Ja, das sollte aber klappen. Oh, fuck. Ja. Ach, scheiße. Geil. Scheiße. Juhu. Hudel, Hudel, Hudel und aus der Traum. Oh, Mann. Wahnsinn, bin ich ein Vollidiot. Wow, das wird eine lustige Nacht heute. Never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You're supposed to be.